Moin aus Kiel, mein Name ist Stefan Klinge und wir haben unseren Kanal ein bisschen neu gestaltet. Früher hieß er Let's Koch, die alten Videos sind natürlich noch da, die werde ich auch nicht löschen, aber jetzt heißt es Dr. Barbecue, wie man hier sehen kann. Dr. Barbecue, warum? Weil ich Doktor bin und sehr gerne Barbecue mache, aber es geht hier nicht nur um Barbecue. Kleine Anmerkung am Rande, Barbecue ist nicht Grillen und Grillen ist nicht Barbecue, da gibt es schon Unterschiede, aber das könnt ihr dann bei uns lernen, beziehungsweise bei uns erfahren, wo da die Unterschiede liegen. Aber die eigentliche Intention dieses Kanals ist für einen kleinen Taler kochen. Denn ihr wisst ganz genau, die Lebensmittelpreise sind mittlerweile in die Höhe geschossen, sodass es sich kaum noch jemand leisten kann, ordentlich zu kochen. Und dann, wenn ich mir dann überlege, dass ich dann, neulich stand ich beim Discounter und denke mir an der Tiefkühltruhe, ey, mal eine Pizza wäre vielleicht ganz schön und dann kostet die 6,60 Euro von Dr. Ö. Dann denke ich mir, ey, hallo, für 6,60 Euro, ey, da kann ich mir aber ordentlich was kochen und brauche genauso lang, wie die Pizza braucht, um fertig zu werden. Also, das kann es nicht sein, ne? Also, dass ihr Curry King und Pizza für 6,60 Euro, hallo? Das geht gar nicht. So, und da gibt es andere Alternativen und das wollen wir euch zeigen. Deshalb ist unser Kanal auch so ein bisschen aufgeteilt in Playlists oder beziehungsweise das werde ich noch machen. Hier für einen kleinen Taler, 3-Gänge-Menü für 2 Personen, was auch immer. Fleisch, nicht Fleisch, also es ist kein vegetarischer Kanal oder veganer Kanal oder sowas, sondern wir wollen einfach das ganze breite Spektrum international, national so ein bisschen abdecken. Wir werden immer am Ende des Videos zeigen, was das Ganze gekostet hat, damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, was wir ausgegeben haben. Natürlich kommen wir am Discounter nicht vorbei. Tut mir leid, aber das funktioniert einfach nicht. Ihr könnt nicht, natürlich kannst du beim Bauern einkaufen und Bio und so weiter. Das ist ja alles schön und gut, aber es ist wahnsinnig teuer und man muss es sich leisten können. Ne? Wenn man das kann, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Aber wenn man das nicht kann, dann muss man Alternativen finden, um sich noch einigermaßen gesund zu ernähren. Und das ist eigentlich echt traurig. Ne? Also man muss es tatsächlich sagen. Aber wie gesagt, das ist unsere Intention des Kanals. Ich hoffe, euch gefällt das. Und vielleicht habt ihr Interesse daran. Und wie gesagt, wir werden unseren Kanal so ein bisschen finanzieren. Auch dadurch, dass wir Empfehlungen und Werbung machen. Das kann man dann in der Videobeschreibung einfach sehen, dort draufklicken und meistens ist es halt bei dem großen Versender mit A. Und wir kriegen dann ein paar Cent dafür, aber euch kostet es nicht mehr und ihr helft uns so ein bisschen, den Kanal am Laufen zu halten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis jetzt und ich hoffe, euch gefällt das. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine aktuellen Videos verpasst. Erstmal und tschüss!